habe morgens in der Zeitung gelesen, bei uns hier in der Region, dass zwei Jäger abgestürzt sind. Einer war sogar tödlich verunglückt und einer schwer verletzt. Und dann bin ich abends in meine Wirtschaft gegangen, habe mit meinem Cousin von meiner Frau und dem Herrn Landig, den kennen Sie vielleicht, das ist ein Freund von mir, das sind beide Jäger, mit denen habe ich diskutiert, baut doch mal eine Kanzel aus Stahl und aus Kunststoff, dass sie nicht immer verrottet, weil ihr stürzt da ab, das ist lebensgefährlich. Und dann haben die mir erklärt, warum das nicht geht. Und wenn man zu einem Erfinder sagt, es geht nicht, ist das eine Herausforderung. Mein Name ist Udo Röck und ich bin Erfinder aus Oberschwaben. Ich komme aus Bad Zollgau, das ist ca. 40 Kilometer nördlich vom Bodensee und es ist eine Region, die sehr bekannt ist für Tüftler und Denker. Begonnen habe ich damals im Nebenberuf vor 16 Jahren schon mit der Erfindung der Sacktonne. Mich hat geärgert, dass die gelben Säcke so dünn sind und immer zerreißen. Dann habe ich ein konisches Rohr aus hochelastischem Material erfunden, wo man den gelben Sack darüber ziehen kann und jetzt 3 bis 5 Mal so viel in die Sacktonne oder in den gelben Sack bekommt, ohne dass es ihn zerreißt. Ich musste mal LKW fahren für einen Freund von mir, dann habe ich mich geärgert über die Aufwicklung der Gurte und habe dann diese Spanngurtfix erfunden, mit der kann ein LKW-Fahrer ganz schnell die Gurte aufwickeln und sie auch fixieren, das heißt, die fallen nie übereinander. Eine weitere Erfindung war das Heutoi. Da ist ein Freund und eine Bekannte von mir. Ein Freund hat immer die Heunetze befüllt mit meinem Mülleimer und eine Bekannte kam mit einem Eimer mit Löchern drin und die haben mich motiviert, hier weiterzudenken und dieses Heutoi zu entwickeln. Das ist eine Fress- und Staubbremse für Pferde. Meine Frau ist Naturfriseurin und die hat mich darauf gebracht, mit Socken in den Haaren und so weiter, einen Lockenwickler zu erfinden, wo die Haarspitzen nicht mehr kaputt gehen. Innerhalb von 15 Minuten haben sie schöne Ringellocken und sie können ihn bequem schließen, ohne Haarnadeln und bei Nacht darauf schlafen, ohne dass es drückt. Eine meiner neuesten Erfindungen ist die Trinkflasche. Die ist kohlensäuredicht, öffnet und schließt automatisch. Und wenn Sie die in den Mund nehmen, verkippt der Verschluss, Sie ziehen raus, schließt er automatisch. Erfunden haben ja schon ganz viele Menschen alles, aber eine Erfindung ist erst eine Erfindung, wenn man sie entwickelt, so dass sie der Markt brauchen kann, produktionsreif macht und dann noch vermarktet. Ich bin ein sehr guter Zuhörer, ja? Und ich höre dann den Kunden zu, was sie noch sich wünschen und dann muss ich natürlich immer abwiegen, wollen das viele Kunden oder ist es ein individueller Wunsch, der nichts mit der Menge zu tun hat, aber dann versuche ich immer die neuen Anregungen der Kunden in meine Produkte einfließen zu lassen. Ich habe da irgendwie so ein bildliches Gedächtnis. Mach mir ein paar Notizen und am nächsten Tag geht's los. Dann wird es umgesetzt. In Salzburg auf der Messe, bei meiner mobilen Jagdkanzel, kamen die Ostjäger, die mir gesagt haben, sie sitzen 9 Monate bei Minusgraden auf der Kanzel. Das hat mich dann motiviert, meine mobile Jagdkanzel noch mit einem, wie ein Wohnmobil aus Sandwichmaterial, voll isoliert zu bauen. Dann habe ich meine Beinfreiheitsklappe an meine Kanzel entwickelt, sodass ein Jäger bequem nach hinten gelehnt, mit ausgestreckten Beinen, Kopf angelehnt, in der Kanzel sitzen kann, 6 Stunden in absoluter Ruhe, ohne dass ihm die Knie wehtun. Und wenn dann ein Wildschwein kommt, braucht er sich nur aufrichten, also ergonomisch perfekt und durchziehen. Vor kurzem, das war ganz nett für mich, kam ein 80-jähriger Jäger, ein sehr erfahrener Jäger, 50, 60 Jahre Jagderfahrung und war dann skeptisch. Ja, was ist denn das aus Stahl und Kunststoff für ein Teil? Dann hat er sich die Zeit genommen, ist mit mir hochgegangen auf die Kanzel und als wir oben saßen und er bequem zurückgelehnt in meiner Kanzel saß, hat er zu mir gesagt, Junge, das ist das Beste, was ich in meinem ganzen Jagdleben gesehen habe. Das freut mich natürlich als Nichtjäger sowieso, wenn ich meinen Kunden sowas bauen kann und umsetzen kann. Wir halten aber den Dorf mit, über kurzfristig machen. Alles klar, auf ja. Ja. Also 90% meiner Kunden haben sich mobile Jagdkanzeln selber gebaut und dann kaufen sie bei mir. Weil die stellen fest, die sind zu niedrig, zu schwer.
Mein Geheimnis ist das Know-how in der Kanzel. Da steckt also, es sieht sehr einfach aus, diese Kanzel, aber hat sehr viele berechnende Details und Dinge, ja, die nicht so einfach zu verwirklichen sind. Es haben schon viele versucht, es nachzubauen in den letzten 6 Jahren, aber die beißen sich schon ein bisschen die Zähne aus. Eigentlich liegt der absolute Erfolg an Gewicht und an der Einfachheit. Auf der Messe kam zum Beispiel einer mit 80 Sitzen. Ganz aufgeregt hat er gesagt, Herr Rück, geben Sie mir 2 mobile Kanzeln sofort. Das Wild läuft um meine Kanzeln herum, die kennen jeden Sitz bei mir, ich kann nicht mehr schießen. So Leute, jetzt gehen wir ab ins Revier, dann zeige ich euch, wie die mobile Jagdkanzel funktioniert. Können reagieren auf das Wild. Ich sage immer, mit meiner Kanzel ist es ein wirkliches Jagen, nicht ein Warten. An einer festen Holzkanzel sitzen Sie und warten. Ja? Mit meiner Kanzel stellen Sie fest, der Bock zieht 200 Meter weiter links häufig vorbei dieses Frühjahr. Sie klappen die Kanzel zusammen, wandern 200 Meter nach links und stehen optimal parat. Und Ihr Jagderfolg, wie gesagt, durch das Nachziehen nach dem Wild, also Sie selber können dem Wild folgen, rechnen Sie mal, wie viel Geld Sie, kleines Geld, für jede Holzkanzel ausgeben. In der Summe, im Jahr. Und eine mobile Jagdkanzel von mir amortisiert sich hier ganz schnell. Also Sie sparen sich, sagen wir, 8 feste Hochsitze in Ihrem Revier. Denken Sie an die Wildschadenverhütung. Sehr viele Kunden rufen mich immer an und sagen sofort, ich habe 3.500 Euro Wildschaden. Ich habe schon Wiesen gesehen, von den Wildschweinen umgepflügt. Hätten Sie mobil reagieren können, wäre das vielleicht nicht passiert. Ganz überraschend für mich war, dass die Landwirte meine zweitgrößte Kundengruppe ist. Die haben eigentlich Frontlader, um Holzkanzeln nachzusetzen. Und die kaufen bei mir meine mobile Kanzel. Die sagen, sie machen zu viel Schaden, brauchen viel zu lange, um eine feste Holzkanzel an gefährdete landwirtschaftliche Flächen zu setzen. Meine Kanzel hängen die an ihre Quad hin, die meisten Landwirte haben Quads und so weiter, fahren direkt raus, wenn eine Rotte ein Feld bedroht und schießen. Ja. Und was mir auch auffällt, in den letzten 2 Jahren, sehr viele Jagdschulen, die haben mein Produkt jetzt beobachtet. Und ganz viele Jagdschulen kaufen in der Zwischenzeit bei mir mobile Jagdkanzeln und bilden die Jäger aus. Also ich denke, das ist schon eine Zukunft, die mobile Jagd. Jetzt sind wir an einer optimalen Position für die mobile Jagd. Wie ist denn aus Sandwich-Material gebaut? Zieh jetzt die Erdnägel zur Stützenlockerung heraus. Das Glasfaser, Kunststoff, Styropor, Holzkombination, Kunststoff innen drin. Sehr leicht und voll isoliert. Absolut wartungsfrei. Genau gleich wie ein Wohnmobil. Wir gleichen hier eine steile Hanglage aus. Die Kanzel wiegt nur 380 Kilogramm Gesamtgewicht und dadurch ist sie die einzigste mobile Kanzel, die eigentlich auch offiziell von einem Suzuki Jimny gezogen werden darf. Noch wichtiger ist jedoch, Sie können sie alleine in Position schieben. Das Cabrio-Dach hat mehrere Vorteile. Bei der Drückjagd können Sie mobil sich hervorragend positionieren. Oder denken Sie an die Erntejagd. Da haben wir sehr viele Unfälle und ein Jäger kann seine Kanzel optimal am Feld positionieren, der Landwirt ordnet ab und sie haben eine Schusshöhe von 6 Meter Augenhöhe und einen ganz hervorragenden Kugelfang. Also ich denke, hier kann eine mobile Jagdkanzel auch sehr gut helfen, Unfälle zu verhindern. Wir haben uns ein extra schwieriges, hangabschüssiges Gelände gesucht, um Ihnen zu zeigen, dass es trotzdem ganz leicht geht, die Kanzel hier aufzustellen. Sie schwenken die Kanzel einfach hoch, obwohl wir hier eine Hanglage von über 80 cm ausgeglichen haben. Die Kanzel ist nun aufgestellt und nun nehmen wir nur noch die Leiter nach unten und können die Kanzel besteigen.
Ich habe die Beinfreiheits- und Schlafklappe deswegen entwickelt, weil wir die Jäger immer gesagt haben, sie haben schnell Knieschmerzen und das enge Ansitzen. Und ich sage immer ungern Schlafkanzel, das hört ein Jäger nicht gerne, dass man schläft auf der Kanzel. Aber das Wichtigste an dieser Beinfreiheitsklappe ist, sie haben 2 Meter Platz unten drin. Und jetzt können sie sich bequem an die Rückenlehne zurücklehnen und die Beine ausstrecken. Das schätzt jeder Jäger, wenn er lange auf ein Wildschwein ansitzt, dass er keine Knieschmerzen hat und sich bewegen kann ohne Knarzen. Jetzt öffne ich die eckkolbenfreien Fenster, um die optimale Schussposition zu haben. Danach öffne ich die Beinfreiheits- und Liegeklappe. Jetzt senke ich die Tarnvorhänge, die bei Rotwild gegen das Äugen dienen, und sie können auch hier mit dem Gewehr lautlos unten durch. Ebenso ist es ein sehr guter Mückenschutz. In der Cabrio-Version Puch Edition öffne ich die Dachluke und dann bin ich bereit für die Drück- und für die Erntejagd. In optimaler Schussposition auf knapp 6 Metern Augenhöhe. Hier sehen Sie das eckholmfreie Schussfeld, die verschiebbare Ellbogenauflage und die Beinfreiheitsfläche und die Rückenlehne, die zum Kopfanlehnen ebenso dient wie für den Rücken. Sie stellen sich die Ellbogenauflage ein, das Gewehr liegt vorne quer und nun können Sie mit ausgestreckten Beinen und angelegtem Kopf stundenlang auf ein Wildschwein ganz ruhig ansitzen. Die Rückenlehne hat natürlich auch noch einen weiteren Vorteil. Man kann sie wunderbar als Liegematratze zum Ruhen nehmen. Und wenn Sie sich dann reinlegen, können Sie zu den seitlichen Bodenfenstern das Revier beobachten und dann erst entscheiden, ob es sich rendiert, aufzustehen. Ich habe gelesen, dass 20% der neuen Jagdscheininhaber weiblich sein sollen. Und das hat mich natürlich sofort wieder angeregt, nachzudenken. Und dann kam mir auch die Idee, mit den Gasdruckdämpfern die Kanzel noch leichter bedienbar zu machen. Im Hintergrund sehen Sie, wie meine Frau die Kanzel nach unten schwenkt. Und wie Sie sehen, geht es sogar in schwierigem Gelände kinderleicht und schnell. Ja, meine mobile Jagdkanzel ist weltweit die einzigste mobile Jagdkanzel, die von der KWF, Kuratorium für Wald und Forst, geprüft ist. Es ist so wie die Berufsgenossenschaft und abgenommen. Die einzigste mobile Jagdkanzel. Die Kanzel ist einfach leicht, schnell und einfach zu bedienen. Und sie sind natürlich auch viel flexibler in ihrem Revier. Sie können alleine reagieren und das schätzen die Kunden sehr. Mein Geheimnis ist, 6 Jahre Entwicklungszeit, ständig das Feedback der Kunden aufzunehmen und ständig zu verbessern. Im Detail konstruieren und ja, viel Know-how.